aus dem Urlaub möchte ich euch heute 5 Fehler vorstellen, die ich auch früher immer im Urlaub gemacht habe, die ich mittlerweile nicht mehr mache, aber in den letzten 2 Wochen sehr gut in Südfrankreich beobachten konnte. Und damit könnt ihr euch definitiv mehr Stress und Zeit sparen, damit ihr den Urlaub auch wirklich, wirklich genießen könnt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Frau Ordnung. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft. Und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Ordnung und Organisation, wie ihr damit euer Leben einfach ein bisschen einfacher und besser gestalten könnt. Und sofern ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich immer über ein neues Abo. Und für alle Superfans, die mich gerne persönlich und direkt unterstützen wollen, gibt es jetzt die Möglichkeit, ein Super Thanks direkt unter diesem Video zu erwerben. Da bekommt ihr einfach eine super coole, nette Animation angezeigt und eure Kommentare werden besonders hervorgehoben. Ich kann die da auch entsprechend bewerben und im nächsten Video erwähnen. Ihr unterstützt mich damit direkt. Und es geht dann nicht irgendwie über irgendwelche seltsamen, komischen anderen Kanäle, sondern das ist tatsächlich nur für mich und für meine Arbeit hier. Wenn euch also ein Video gefallen hat, dann freue ich mich immer über eines dieser neuen Super Thanks. Aber jetzt legen wir sofort los mit dem aktuellen Video. Und zwar 5 Fehler, die ich früher auch immer, aber regelmäßig im Urlaub gemacht habe und die ich euch empfehle, nicht zu tun. Und zwar Fehler Nummer 1. Ihr lasst eure Alltagsroutinen bleiben. Damit meine ich, ich zum Beispiel habe ja eine Morgenroutine. Ich stehe hier, wenn ich ein normales Arbeitsleben habe, dann klingelt mein Wecker um 4.45 Uhr. Ich mache eine kleine Gymnastik-Sporteinheit oder gehe raus joggen. Ich lese etwas, ich schreibe mein Journal und so weiter und so fort. Da hat ja jeder so seine eigenen Sachen. Aber Fakt ist, im Urlaub macht man gerne den Fehler, dass man sagt, ja, ist ja Urlaub. Lass ich jetzt alles bleiben, ist alles nicht so wichtig, komm, ist doch egal. Die anderen sagen auch, endlich mal wieder ausschlafen und so weiter. Was zur Folge hat, wenn ihr jetzt nur, so wie ich zum Beispiel, 2 Wochen frei hattet, dann spult es euren kompletten Rhythmus auseinander. Das ist wie, ihr habt dann erstmal 3 Tage Jetlag im Urlaub, bis ihr da dann endlich mal angekommen seid. Und wenn ihr dann zurückkommt und am ersten Arbeitstag wieder voll anfangen wollt zu arbeiten, dann spult es euch nochmal durch. Deshalb empfehlen ja so viele Berater, dass ihr euren ersten Arbeitstag am besten nach dem Urlaub auf einen Mittwoch oder auf einen Donnerstag legt. Dann ist es kein Montag, sondern dann ist das Wochenende schon wieder nah. Ihr müsst nur 2 Tage arbeiten und dann habt ihr schon wieder Wochenende. Und dann hat der Körper Zeit, um sich an den normalen Rhythmus zu gewöhnen. Ja, aber da frage ich mich doch, wenn ich in Urlaub fahre, wieso brauche ich, dem Körper ist egal, ob er Urlaub hat oder Arbeit. Das heißt, wenn der im Urlaub ist und dann, das merken manche sogar schon am Wochenende, und dann schlafe ich lange, ich stehe erst um 9 auf oder um 9:30 oder um 10 oder was weiß denn ich was. Ihr zerschießt euch euren kompletten Biorhythmus und dann klagen sie immer alle über die Zeitumstellung. Da ist es ja total schlimm, aber im Urlaub, da ist es was ganz anderes. Nein, also mein Tipp Nummer 1 ist wirklich, behaltet ansatzweise eure Morgenroutine bei. In meinem Fall war das jetzt zum Beispiel so, ich bin natürlich nicht um 4:45 im Urlaub aufgestanden, also wo sind wir denn? Aber bei mir war es halt 6:30. Also ob ich jetzt um 4.45 Uhr oder um 6.30 Uhr aufstehe, das ist tatsächlich ein Unterschied. Und dann bin ich auch nicht irgendwie 15 Minuten in meinem Zimmer gesessen. Oder, also wir waren auf einem Campingplatz in einer sehr, 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 sehr coolen Hütte am sehr, 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 sehr coolen Meer. Und dann bin ich halt um 6.30 Uhr aufgestanden, habe mir meine Sportklamotten angezogen und bin erstmal eine Runde am Strand lang gerannt. Und dann gab es meinen Morgenkaffee, den es hier auch immer gibt. Und irgendwann dann habe ich meine Kinder geweckt. Also diese Morgenroutine beizubehalten, zumindest ansatzweise, führt dazu, dass ihr, wenn ihr dann zurückkommt, auch nicht mehr so lange braucht, um in den Alltag zurückzukehren. Das wäre nämlich Fehler Nummer 1, den die meisten machen. Fehler Nummer 2, der Klassiker, was ich nicht mehr tue, ist definitiv zu viel einzupacken. Also ich habe das an der Abreise dort gehabt, auf dem Campingplatz. Da hatte ich dann so ein Pärchen und dann habe ich sie gefragt, na, packen Sie auch schon, fahren Sie heute ab? Und dann war so das Zweite, was die Dame zu mir gesagt hat, herzliche Grüße, falls Sie dieses Video sehen, meinte sie so, also ich werde es nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr machen. Nächstes Jahr nehme ich nur noch halb so viele Klamotten mit. Ich habe die Hälfte nicht gebraucht. Ja, das Thema ist, dass das alle jedes Mal in jedem Urlaub sagen. Jeden Urlaub nehmen wir uns vor, wir nehmen nicht so viel mit.
Und für mich ist es tatsächlich so, ich habe auch ein kleines Auto, da passt einfach nicht so viel rein, da ist man dann gezwungen, weniger mitzunehmen. Und siehe da, es geht auch. Und ganz ehrlich, wir zumindest am Campingplatz, wir haben auch eine Waschmaschine. Ja, im schlimmsten Fall muss ich in diesen 14 Tagen eben einmal waschen. Da habe ich früher immer gesagt, nein, 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 ich nehme lieber viel zu viele Klamotten mit. Ich nehme alles mit, damit ich nicht waschen muss, weil waschen ist ja Arbeit. Ja, aber stattdessen fahre ich mit vollgepackten Koffern ohne Ende, fühle mich dann im Urlaub so überladen, wie ich mich zu Hause schon fühle. Das heißt, es macht alles keinen Sinn. Tipp Nummer 2, packt nicht zu viel ein. Weniger ist mehr tatsächlich. Und man darf im Urlaub, ganz ehrlich, im schlimmsten Fall, dann kauft ihr es halt nach. Also wenn mir im schlimmsten Fall was fehlt, dann kann ich das einkaufen. Aber bis jetzt musste ich noch nie was einkaufen, außer vielleicht mal ein paar Schuhe, weil sich das Wetter gewechselt hat. Kommen wir zu Fehler Nummer 3. Fehler Nummer 3 ist definitiv nichts zu planen. Also gar nichts planen. Ich habe das auch da wieder jetzt vor 3 Tagen bei der Abreise gemerkt. Unsere Nachbarn und wir sind am selben Tag abgereist. Wir hatten alle Kinder, wir haben alle ein Auto, wir hatten alle dieselbe, so eine Mobilheimhütte aus Holz gemietet. Wir hatten eigentlich alle mehr oder weniger dieselben Grundvoraussetzungen. Aber meine Kids und ich, wir waren halt nach so, naja, solide 1 Stunde haben wir gebraucht, um alles im Prinzip fertig gepackt zu haben, um das Auto fertig zu haben. Und ich konnte mich hinsetzen, meinen Kaffee trinken und entspannen. Die Nachbarn, die haben ungelogen fast einen Tag, haben die da rumgepackt und gemacht, weil sie halt nichts geplant haben. Die haben am Abend, es hat tatsächlich in der Nacht vor der Abreise wahnsinnig gewittert. Und ich meine, man kann auch einen Wetterbericht lesen, beziehungsweise einfach nur mal die Wolke angucken und sich das merken. Das heißt, die haben gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, muss ich nichts planen, kann ich alles morgen machen, das machen wir dann morgen entspannt. Morgen entspannt hieß, alles, was bei denen nachts auf der Terrasse lag, war halt klitschnass. Die hatten einen riesen Ärger, diese ganzen Sachen irgendwie ansatzweise trocken ins Auto zu kriegen. Das haben sie auch nicht geschafft. Und dann waren alle total genervt und dann haben die da 1 Stunde lang rum und das Auto und wieder raus und wieder rein. Also in dem Fall ist nichts zu planen wirklich, wirklich Blödsinn. Auch die Anreise und wann man ankommt, und das kann man tatsächlich schon wenig mit allen Staus und Abwägungen, die es da so gibt, kann man tatsächlich eigentlich sehr gut planen. Und das spart so wahnsinnig viel Zeit. Einen extra Exkurs dazu möchte ich zum Beispiel erwähnen zum Thema Planung ist, es gibt für Frankreich zum Beispiel, die hatte ich mir auch besorgt, diese kleine Mautbox, die klipst man sich oben ins Auto und dann kann man an diesen Mautstationen durchfahren. Da fährt man dann einfach, fahren sie an die Schranke ran und dann rollen sie da langsam hin, dann macht es einmal piep, dann geht die Ampel grün. Die Schranke geht hoch und sie können durchfahren. Alle anderen, die stehen da lange an diesem Stau an. Der Witz ist, diese Box kostet 19,90 Euro, zumindest zurzeit pro Jahr. Also on top zu den Mautgebühren. Wenn ich das jemandem erzähle, dann sagen alle, ja, so oft fahre ich ja nicht nach Frankreich, so oft fahre ich nicht nach Italien. Ach, nach Spanien komme ich ja gar nicht. Ja, ich weiß ja auch nicht. Nee, also die 20 Euro spare ich mir. Aber im Urlaub dann da sitzen und sagen, ja, das gönnen wir uns jetzt. Ach, 20 Euro, komm, ist doch nicht so schlimm. Und dann kaufen und kaufen und kaufen die Leute. Wenn ich entspannt plane, dann gebe ich diese 20 Euro on top für diese Mautbox aus. Und da spare ich mir Zeit an diesen Mautstationen. Das ist unbeschreiblich. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Diesen Fehler hatte ich in den letzten Jahren auch immer gemacht, dass ich gesagt habe, oh, dann muss man sich da anmelden und dann hat man so ein Ding im Auto und was ist, wenn es nicht geht? Und ach, die 20 Euro, ich fahre doch eh nicht so oft. Vergessen Sie es. Das fällt alles in diesem Fall nicht zu planen. Und deshalb kann ich das zu einer guten Planung definitiv nur empfehlen. Macht nicht Fehler Nummer 3 und plant nichts. Fehler Nummer 4 kommt aber gleich anschließend. Das ist zu viel zu planen. Und zwar
Das ist jetzt so das Thema Ausflüge. Und was hat man denn vor? Also Sie sitzen dann im Urlaub und dann denkt man sich, also das möchte ich unbedingt anschauen, da möchte ich unbedingt hinfahren, also das wollte ich den Kindern unbedingt noch zeigen, das müssen wir noch machen. Und dann haben Sie ja voll den Monster-Action-Stress ohne Ende. Dann heißt es, ja, und da wollen wir noch hin und da wollen wir nicht hin. Und wenn dann mal irgendwas nicht klappt, dann ist irgendwie die Laune total im Keller, weil die Leute sagen, ja, ich habe mich da ja schon drauf gefreut oder die Kinder wollten das unbedingt. Ich für meinen Teil mache das mittlerweile nur noch so, wenn ich jetzt 14 Tage Zeit habe. Ich habe Kinder, ich habe Strand, ich habe Meer, ich habe einen Pool, ich habe alles, was ich brauche. Also sage ich mir, ich habe zwei, drei wirklich wichtige Sehenswürdigkeiten in 14 Tagen, drei Stück, von denen ich sage, okay, ganz ehrlich, ich bin dann 1000 Kilometer lang im Auto gesessen, da habe ich nicht 2 Tage später schon wieder Lust, 1,5 Stunden irgendwo mit dem Auto hinzufahren. Da möchte ich erstmal 3 Tage gar nichts machen. Und wenn man dann so im Viertagesrhythmus irgendwie mal einen Ausflug macht, dann sind die Kinder extrem entspannt, man selber ist extrem entspannt und man kann loslassen, man kann locker lassen. Man muss sich doch nicht im Urlaub auch noch unter Druck setzen. Und das ist das Thema Fehler Nummer 4. Man kann auch wirklich zu viel planen. Und jetzt der Klassiker, Fehler Nummer 5. Kennt ihr alle? Zu viel einkaufen. Also Fehler Nummer 5 ist ja so dieses, und jetzt kommen wir auch wieder zu diesem Thema, da schließt sich dann der Kreis. Die Leute sitzen alle zu Hause und sagen, ja, Frau Ordnung, aber ich habe so ein Problem damit, diese Dinge, die ich jetzt aussortieren soll, da hängen ja auch so viele Erinnerungen dran. Ja, ganz ehrlich, kauft diese Erinnerung gar nicht erst. Also Fehler Nummer 5 ist wirklich, man kauft zu viel ein. Zu viele Souvenirs, zu viele Andenken, die man dann nicht verwendet. Ich habe ja keinen Schmerz mit Andenken, die sie verwenden. Mein Souvenir dieses Jahr war ein schwarzes Armband, weil sich meine Kinder auch jeder so ein Armband gekauft haben. Selbst wenn ich das irgendwann ausziehe, dann nimmt es nicht viel Platz weg. Das kann ich in meine Schmuckschatulle machen oder ich kann es in meine Erinnerungskiste oder sonst wohin machen. Aber es nimmt keinen riesen Platz weg. Aktuell kann ich es aber verwenden und ich trage es gerne und es passt zu mir und es gefällt mir. Meine Kinder haben genau dieselben. Also ist dann dieser Erinnerungseffekt nochmal verstärkt. Das heißt, wenn ihr Erinnerungen kauft, dann wirklich Dinge, die ihr verwendet. Nicht irgendwelche komischen Klamotten, die in Südfrankreich ganz toll am Strand aussehen, aber in Berlin Mitte kommen die vielleicht irgendwie nicht mehr so cool. Dann denkt man sich so, um Gottes Willen, was habe ich denn da für einen Strohhut gekauft? Ja, der ist da unten vielleicht ganz toll, aber hier oben, ehrlich, nicht mehr so wunderbar. Also wenn es rund um das Thema Andenken geht, lieber nicht so viel kaufen. Das ist jetzt wirklich dieser Spruch von mir, sammle Momente, nicht Dinge. Und damit möchte ich es eigentlich bleiben lassen. Das heißt, das waren meine 5 Fehler, die ich früher im Urlaub aber auch gemacht habe. Da war meine Wohnung dann voll mit irgendwelchen komischen Andenken. Ich war total genervt und total gestresst, weil ich mal wieder zu viel vorhatte und zu wenig geschafft habe. Und gleichzeitig irgendwie alles drunter und drüber war, weil halt überhaupt alles chaotisch war. Und dann fühlt man sich irgendwie so unwohl. Und tatsächlich, weil die Routine völlig aus dem Takt gekommen ist. Das war so die mega kurze Zusammenfassung. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Wir haben schon Dienstag heute. Meine Videos kommen in Zukunft meistens dienstags, donnerstags und samstags. Und wenn ihr noch einen Fehler bemerkt habt, den die anderen im Urlaub tun, von denen ihr sagt, ey, das habe ich mir abgewöhnt, das mache ich im Urlaub nicht mehr, dann schreibt es in die Kommentare. Hier, dann schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber und denkt an die Super Thanks, wenn euch dieses Video gefallen hat. Mein Name ist Angela Ludwig. Ich bin die Frau Ordnung und Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft und wünsche euch einen wunderschönen Resttag.